So, Freunde, das letzte Lied droht und ihr steht einfach rum und schweigt. Bevor wir das letzte Lied spielen, möchten wir darauf hinweisen, dass morgen am Samstag, genau, ja, in Bremen, eine Demonstration stattfinden soll von, Achtung, von ein paar Losern, ja, von einer Partei, die ganze 40 Mitglieder hat in Bremen, der NPD. Und diese 40 Mitglieder, die gehen morgen demonstrieren in Bremen. Ja, ihr könnt hier schon mal üben, aber es ist nicht so wichtig, dass ihr das hier ruft. Es ist viel wichtiger, dass ihr das morgen ruft in Bremen. Ruft nicht Nazis raus, dann geht Jack einfach. Nein, also morgen in Bremen erscheint zahlreich, also 40 NPD-Mitglieder und ihre Frauen, also 80 Menschen werden erwartet. Moment, 40. Was übrigens noch besser funktioniert als Nazis raus, sind nämlich laute Sachen, also so diese Fußballhupen, weil die wollen ja immer reden. Und wenn sie sich, ja, sowas funktioniert auch ganz gut, kannst du es gewohnt aber auch wieder einsetzen, vorübergehen. Und die wollen ja reden schwingen und wollen quasi den Zweiten Weltkrieg nochmal nachträglich gewinnen. Und wenn ihr sie mit Lautstärke daran hindert, das finden die überhaupt nicht gut. Da kann die Polizei auch wenig gegen machen, ihr seid halt einfach laut, ihr seid auf jeden Fall mehr. Also, ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, aber ihr seid mehr als 40 Leute. Ihr seid mehr als 80 Leute. Du bist nicht gut in Mathe. Nee. Ich bin gut in Geldzählen, aber nicht gut in Mathe. Das ist nicht so selber. Also, nach anderen Worten, lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen jetzt Schreiner lieber, aber nur, wenn ihr versprecht, dass ihr morgen dahin geht. Geht ihr morgen dahin? Ihr lügt auch nicht. Und was nehmt ihr mit? Hupe. Ja, ich meine nicht nur die Frauen, das nehmen die Männer mit. Bye.
Jungen, der das unbedingt will. Jetzt hast du quasi Sex mit einem Minderjährigen. Guck mal, als sie so. Oh. Okay, Jealousy Laterne, Jack Laterne und Julia Laterne. AKA. Osterholz Schaumburg. You made us feel like your Osterholz is our Schaumburg. Remember, we love you. This is the end, my friend. Goodbye.